Wir beginnen nun mit der Abstimmung über den von Herrn Jarchow verlesenen Antrag des Vorstandes zur Ausgliederung und Satzungsänderung. Dieser Antrag befindet sich gleich in verkürzter Form hinter mir auf dem Bildschirm. Für diesen Antrag ist zur Annahme eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. Bitte beachten Sie, dass wir über die weiteren Anträge nicht mehr abstimmen werden, sollte der Antrag mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Wenn Sie für den Antrag des Vorstands zur Ausgliederung sind, drücken Sie bitte gleich die Taste 1 auf den Abstimmungsgeräten. Wenn Sie gegen den Vorschlag sind, drücken Sie bitte die Taste 2. Bei Enthaltung drücken Sie bitte die Taste 3. Ich stelle fest, dass der Antrag des Vorstandes zur Ausgliederung des Geschäftsbetriebs Profifußball mit einer Mehrheit von 86,9% angenommen wird. Also lassen Sie uns die gute Stimmung, und ich hoffe auch die Herren hier vorne in den ersten zwei Reihen, lassen Sie uns die gute Stimmung dieser Mitglieder mit auf den Weg nehmen für die nächsten 365 Tage, für die nächste Zeit. Geben Sie uns ein bisschen Ruhe, fragen Sie nicht gleich, das ist vor allen Dingen an die Kollegen von der schreibenden Zunft und vom Fernsehen, geben Sie uns einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, denn ich würde auch gerne eine Sache noch zu Didi Beiersdorfer sagen, den ich eben übrigens kurz vor der Abstimmung angerufen habe und gesagt habe, jetzt muss er aber sich vor den PC setzen oder das Radio anmachen. Wir respektieren Verträge, wir respektieren Charaktere und wir respektieren Leistungen. Wir haben mit Didi Beiersdorfer vereinbart, dass wir nie zusammen auftreten. Wir haben mit Didi Beiersdorfer vereinbart, dass er heute als Mitarbeiter eines anderen Clubs jeden Schutz genießt, den jeder von uns auch haben möchte. Didi Beiersdorfer hat uns die Hand gegeben. Er wird alles dafür tun, hier für diesen HSV, für seinen HSV mit im Team dabei zu sein. Und nehmen Sie dieses Gefühl mit, dass wir in den nächsten Tagen dann auch in seinem Umfeld diese Klarheiten schaffen werden, die wir alle anstreben. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie das Zutrauen haben, dass dieser Aufsichtsrat sich sehr viel Mühe geben wird, viele Dinge weiterzuführen, aber vor allen Dingen auch viele Dinge sehr gut zu machen. Herzlichen Dank.